Mein Name ist Dorothee Hansen, ich bin stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Bremen und ich habe die Manet- und Astrüc-Ausstellungen vorbereitet. Ich bin Kuratorin für die Malerei vom Mittelalter bis 1900 und habe sehr viele Ausstellungen gemacht, insbesondere aus dem 19. Jahrhundert, französische und deutsche Kunst, zum Beispiel Max Liebermann, Vincent van Gogh, Monet, Caillebotte, Emil Bernard, das sind so meine Themen. Die Idee zu dieser Ausstellung ist ungefähr 2012 entstanden. Immerhin das Gemälde, das Porträt von Zacharie Astrüc, das Manet gemalt hat, gehört schon seit 1909 zum Bestand der Kunsthalle Bremen. Es ist eins der bedeutendsten Werke dieser Sammlung, neben dem Mondfeld von Vincent van Gogh oder der Camille von Claude Monet. Und insofern habe ich mich für das Werk natürlich auch besonders interessiert. Und Manet ist eigentlich ja einer der größten Künstler des 19. Jahrhunderts, ein Künstlerkünstler, also der schon immer so ein Vorbild auch für andere Kreative gewesen ist. Und deswegen hat mich das sehr interessiert, dieses Bild mal näher zu untersuchen, vor allem, weil der Dargestellte, Zacharie Astrüc, völlig unbekannt war. Und das bot natürlich sehr viel Stoff für Recherche und auch für eine Geschichte, die erstmal neu erzählt wird. Die Ausstellung ist im Prinzip chronologisch gegliedert. Eigentlich folgen wir dem Dialog zwischen Manet und Astrüc. Ein Dialog, der mit ihrer ersten Begegnung um 1860 beginnt, der in mehreren Porträts der beiden repräsentiert wird, aber der dann auch durch die eigenen Werke von Zacharie Astrüc, die ab 1869 zunehmend entstehen, bereichert wird. Das heißt, wir lernen Astrüc nicht nur als den Herold Manets, als seinen Kritiker und Verteidiger kennen, sondern wir lernen ihn auch als Künstlerpersönlichkeit kennen und das ist bisher überhaupt noch nie geschehen. Man muss sich vorstellen, dass Manet und Astrüc damals eine Menge gemeinsamer Freunde hatten. Ganz berühmt natürlich Charles Baudelaire, den Astrüc verehrt hat und der ja übrigens auch ein Gedicht zu einem Manet-Bild, nämlich zu der Lola de Valence, geschrieben hat. Aber die trafen sich in Cafés, ab 1866 ungefähr im Café Gerbois, vorher im Café de Bade. Und Manet zum Beispiel hat auch regelmäßig Abendgesellschaften veranstaltet. Manet und Astrüc hatten nicht nur gemeinsame Freunde, sondern auch gemeinsame, sagen wir mal, Interessen, zum Beispiel die Musik. Manet und Astrüc waren beide mit Musikerinnen verheiratet. Und bei solchen Abendgesellschaften bei den Manets wurde auch musiziert. Also wir haben Berichte darüber, wie Madame Manet göttlich am Piano spielte, wie Cherubim Astrüc dazu gesungen hat und Jaime Bosch, ein spanischer Gitarrenspieler, dazu die Gitarre zupfte. Und auch Astrüc hat ja die Gitarre gespielt, er hat bei Jaime Bosch studiert. Jaime Bosch wiederum wurde von Manet porträtiert auf dem Titelbild eines Musikstücks. Also das ist ein ganz enges Netzwerk und da spielen natürlich noch andere hinein. Alphonse Legros, der Manet porträtiert hat, das Bild ist auch hier dabei. Fantaine Latour, der das große Gruppenbild im Batignolles-Viertel gemalt hat. Félix Braquemont. Es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die da eine Rolle spielen und die hier auch exemplarisch mit Werken vertreten sind.
Astruc ist nur ein Jahr jünger als Manet, 1833 in Angers geboren. Er stammt aus einer ganz anderen Schicht. Seine Eltern, sein Vater ist Handwerker, hat viele Geschwister. Er hat keine höhere schulische Ausbildung genossen wie Manet. Und es ist ein Phänomen, dass dieser Mann sich autodidaktisch auf so vielen Gebieten so unglaublich ausgebildet hat. Astruc ging Mitte der 50er Jahre kurz nach Paris, aber dann zunächst nach Lille. Und in Lille hat er erste journalistische Erfahrungen gesammelt. Er hat dort vor allem den Künstler Carolus Duran kennengelernt, mit dem er lebenslang befreundet war und der auch ein frühes Porträt von ihm gemalt hat, auch ein spätes. Beide sind in der Ausstellung zu sehen. Carolus Duran führt ihn letzten Endes auch in dieses Metier der Kunst mit ein. Und als Astruc dann ca. 1855 nach Paris umsiedelt, folgt Carolus Duran ziemlich bald nach. Und dort bildet sich um sie herum so ein Kreis, dazu gehört schon sehr früh Fantin Latour, Félix Braquemont, aber auch jüngere Schriftsteller. Und es ist interessant, also jetzt fängt Astruc so richtig an, Kritiken zu schreiben. Er verehrt Delacroix, er findet Gustave Courbet unglaublich gut und er besucht ihn in seinem Atelier und schreibt einen 40 Seiten langen Bericht über Courbet, der missverstanden ist und so weiter. Diese ersten Kritiken erscheinen dann 1859 mit einem Vorwort von Georges Sand. Also das ist schon was, von so einer berühmten Schriftstellerin eingeleitet zu werden. Und für diese Kritiken bekommt Astruc dann Dankbriefe von Victor Hugo und von Eugène Delacroix. Also das war mal so ein richtiger Aufschlag. Und das setzt er dann direkt fort, zwei Jahre später mit einem weiteren Band mit Kritiken. Und dann in der Folgezeit verlegt er selber eigene Feuilletons parallel zum Salon. Zum Beispiel 1863, als dann auch seine erste große Verteidigung von Manet erscheint. Also das ist im Grunde genommen so der Werdegang von Astruc, der dann 1869 seinen Fokus langsam auf eigene künstlerische Arbeit zu verlagern beginnt. Ja, es ist eine interessante Frage. Wie kommt es, dass Manet als Wegbereiter der Moderne gilt und doch so viel Verbindung hat zur Tradition der Malerei bis zurück in die Renaissance? Ich denke, es ist fast postmodern, wie er sich der Kunstgeschichte bedient und sie zu etwas Eigenem und ganz Neuem immer wieder gemacht hat. Und das macht er natürlich vor allem auch mit seiner Art zu malen, mit seinem breiten Pinselstrich, manchmal fleckenartiger Malerei, kräftigem Schlaglicht, mit dem Blick der Figuren direkt zum Betrachter aus dem Bild. Das war eine konfrontative Art, die sich ganz und gar von historischer Kunst unterscheidet und die mit auch dazu beitrug, dass er als sehr skandalös, manchmal provokativ wahrgenommen wurde, obwohl ich glaube, dass er das gar nicht provokativ gemeint hat. Für uns heute ist Manet einfach so fantastisch, finde ich, weil wir diese ganzen Verbindungen zur alten Kunst wiederfinden können und trotzdem das eigene herausdestillieren. Und das regt natürlich an. Man sieht, wie Manet sich als Glied einer ganzen traditionellen Kette empfindet und ihr etwas Neues dazugibt. Und im Grunde genommen ist diese Ausstellung ja stark konzentriert auf die Phase der 1860er Jahre, wo Manet für die Künstler, die da tätig sind, die sich gegen die konservative akademische Kunst eigentlich richten, eine Leitfigur geworden ist.
Und das ist noch nicht die Zeit des Impressionismus, das muss man sich auch klar machen. Und trotzdem sind da Künstler dabei wie Monet und Renoir oder Frédéric Bazzi, die dann später zu den Impressionisten zählen werden. Gut, Bazzi ist sehr früh gestorben. Die haben auch schon erkannt, was Manet für eine charismatische Figur ist. Und die haben zu dieser Zeit sich mit ähnlichen Problemen auseinandergesetzt. Und nach 1870 wenden sie sich mehr den Bildern des modernen Lebens zu, der Freilichtmalerei, und auch Manet verändert seine Kunst. Aber hier in diesen 60er Jahren, da ist er definitiv die Figur, die voranschreitet und in deren Umfeld sich die jüngeren Künstler befinden und für die er eine zentrale Figur gewesen ist. Der Katalog zeichnet den Dialog zwischen Manet und Astrück nach und dabei sieht man natürlich auch Manet aus einer anderen Perspektive. Über Manet ist natürlich schon viel geschrieben worden, über Astrück aber ganz wenig. Eine Dissertation maschinenschriftlich von 1977 aus Amerika, das war die entscheidende Basis und Ausgangspunkt aller Forschungen, geschrieben von Sharon Flesher. Sie ist natürlich auch Mitautorin des Katalogs und hat einen wichtigen Essay beigesteuert. Andere Autoren sind eben Spezialisten zum Beispiel für die Bildhauerei in Frankreich und der Edouard Papé, der Kurator aus dem Musée d'Orsay, hat sich zu diesem Thema im Katalog geäußert. Wir haben den Briefwechsel Manet und Astrück auf Deutsch und Französisch mit Kommentaren hier herausgegeben. Das war Samuel Rodary, ein Franzose, der demnächst die gesamte Briefproduktion Manets veröffentlichen wird in Kooperation mit dem Musée d'Orsay. Und wir haben eine Spezialistin für Goya aus dem Prado-Museum in Madrid hinzugeholt, die Manets Madrid-Reise, Manets Spanien-Reise unter die Lupe nimmt und ganz neue Erkenntnisse über Astrücks Skizzen von dem Landhaus Goyas gemacht hat. Also das ist wiederum für die Goya-Forschung eine Trouvaille, die in der Forschung noch gar nicht bekannt war, weil dieses Landhaus Goyas zeitgenössisch nie von innen dargestellt wurde. Und das hat Astrück in seinen Skizzen gemacht. Aber wir haben auch einen ganz klassischen Katalogteil, in dem alle Werke der Ausstellung abgebildet und einzeln wissenschaftlich kommentiert sind. Und daran ist mir sehr viel gelegen. Zum einen, weil es immer prima ist, sich über die Einzelstücke kurz und knackig informieren zu können, aber auch wegen Astrück. Denn das ist in diesem Katalog das erste Mal, dass man eine ganze Palette von Werken Astrücks mit farbigen Abbildungen sehen kann und diese Werke auch einzeln analysiert sind. Das gibt es überhaupt nicht in der Literatur bisher. Und viele dieser Werke sind komplett unpubliziert. Die schlummerten in den Depots von französischen Provinzmuseen oder waren in Privatsammlungen. Insofern ist diese Publikation auch ein Referenzwerk für die Astrück-Forschung sowieso. Und deswegen war es auch sehr wichtig, dass der Katalog auch auf Englisch erschienen ist.